Wir sind jetzt heute am Sonntag auf einer privaten Farm. Das ist ja auch ein gutes Geschäft, damit Eintritt eben zu verlangen, dass man eben am Sonntag sich hier ausruht, rumgehen kann, spazieren kann und so weiter. Und es wird kräftig angebaut, eben die Aubergine oder Eierpflanze, ich weiß nicht, wie das heißt, also Eggplant hier. Die ist meistens mit den länglichen, mit den lilanen Früchten. Dann Banane natürlich viel. Alles hier richtig als Farm angepflanzt. Ja, mit Plastik vor der Hitze eben, damit die Feuchtigkeit bleibt. Hier Tomaten. Also Tomaten eigentlich vom Klima sollte man ja im ganzen Jahr über pflanzen können. Aber wenn es dann zu stark regnet, ist es vielleicht nicht gut. Nur hier sehen wir auch eben eine ganze Reihe Tomaten. Sind schon viele grüne dran, die werden bald eben reifen. Ja, hier ist eine Fischzucht auch. Jede Menge Fische. Ist auch wirklich eine gute Geschäftsidee für die Philippinen. Mal sehen, was uns sonst noch erwartet. Es sind einige Leute auch hier, eben gerade für die Einheimischen interessant. Also ich spreche jetzt nicht von den Ausländern, die hier hingehen, sondern hier lauter Filipinos, die eben am Sonntag das hier genießen. Ja, auf dem Fischsee auch mit dem Boot unterwegs sind für die Fischzucht. Hier sind die Palmen, eine ganze Reihe. Also richtig so als Parkanlage ist das Ganze gemacht. Das ist hier die Bendika Farm. Ja, sehr schwül heute an diesem Novembertag. Vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen Regen, aber das heißt natürlich, dass auch hier alles wächst wie Sau. Ja, hier machen die Leute Picknick, bringen sich zu Sachen zum Essen mit. Das ist richtig Philippino-Style. Fotos, natürlich mögen die Filipinos auch sehr, Fotos zu machen, alle möglichen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da eine Sauna drin, ist auch irgendwie da oben raus. Alles sehr schön angelegt. Der ist er. Very nice, very nice. So there's another plant, right? Passiflora, irgendeine Kletterpflanze. Du wächst ja alles so. Manches erkenne ich wieder aus meinem Samenshop, was ich auch eben vertrieben habe, aber natürlich längst nicht alles. What is this here? Plant also. Uh-huh. Then papaya, and then if you go here for this thing and then you want to buy, you can buy that. Yeah. Uh-huh. Buy sweet potato. Those yeah, sweet potato. Maybe yeah. This is all there's sweet a pineapple, potato. Mini pineapple there. Uh-huh. In that area you can buy pineapple. Very nice. Ja, Süßkartoffeln lieben sie hier. Und wahrscheinlich ist es das auch ein ganzes Feld davon gezogen. Die anderen Kartoffeln, die wir essen, die gibt es nur für Pommes frites. Ansonsten wird natürlich nur Reis gegessen. And Risa, why is the steam coming out? Is there a sauna or something like this? There's a smoke. Smoke. Oh, I don't know. Maybe there's someone to make a fire or something make like fire this. In that fire.
Very nice, yes, really. Hi, hello. Hallo, hallo. Wo hier? Hier ist wieder der Bambus. Risse, we take this one for our house, okay? Ja, das ist sehr gut, eben um das Haus damit zu machen. Ein Bambuhaus, das ist cool. Die richtige Größe. This is the right size, right? Ja, very nice. Ja, Bananen. Mein Gott, wie verrückt wachsen sie hier. Kleine Pavillons sind hier verteilt. Sehr relaxing. Also Sonntag ist hier wirklich ein Ruhetag, da wird nicht gearbeitet. Natürlich haben die Shops und so offen, aber die meisten Filipinos arbeiten halt nicht. Very nice. Hier ist eine Ananasfarm zum Beispiel angepflanzt, angelegt. Seht ihr also extreme Mengen an Ananas. So handsome you are. And then now we're crazy. Hello, hello. You want to experience here? This is it. Nice. No, don't worry, I follow you. But move and moving. There's a plant, oh, very nice plant. Eggplant. Here's another pineapple farm. Yeah. And there you are. Very nice. Here I am. Yeah. You're so handsome. Did you go there? You go there. I marry you many times. Joke. So handsome you are. Ja, wir sind jetzt am höchsten Punkt der Farm angelangt und ihr seht hier, dass am Horizont könnt ihr sogar zu dem Ocean gucken, also zu dem Meer. Und es ist wirklich ziemlich hoch hier. Könnte man noch mehr draus machen. Wir haben gerade überlegt, dass man hier so Candlelight-Dinner und so weiter auch anbieten kann. Natürlich wird das hier aufgrund der Einkommenssituation nicht so oft nachgefragt. Aber natürlich für Hochzeit und Verlobung geben die Leute natürlich schon was aus. Hier geht es noch weiter mit der Ananasfarm. Das heißt, sie haben wirklich einiges zu ernten. Aber ich weiß auch nicht, wann die geerntet werden. Verschiedene Fruchtbäume sind hier noch überall. Hier die Berggegend, also wunderschönes Panorama. Ja, und so vergnügen sich eben auch die Filipinos am Sonntag entweder am Meer oder halt auf so einer Farm. Eintritt ist 25 Peso hierfür und das ist dann natürlich auch mit der Zeit ein gutes Einkommen für die Eigentümer. Daneben verkaufen sie natürlich die ganzen Früchte. Und Tiere hatten sie auch, aber jetzt sind die irgendwie weg. Weiß nicht, Hühner und so weiter sind jede Menge Ställe. Und natürlich dann die ganzen Fischteiche. Also man kann schon, denke ich, auf den Philippinen kann man schon was machen, kann man schon Einkommen generieren. Nur man muss das halt entsprechend machen.
Alles klar, bis dann, bis demnächst. Ciao, ciao.